am Wochenende noch in meiner Taxisardinenbüchse gesessen und mit den Dingen gehadert, die da kommen. Ahnte schon, was da kommen würde, und tatsächlich kam auch. Schaute gerade hoch zu den Sternen, da stieg er ein. Kleiner Mann von der Straße. Kannte den kleinen Mann von der Straße ja schon aus dem Fernsehen. Dort ist er ja jeden Tag und guckt doof und gibt seine Meinung zum Besten. Jetzt sah ich ihn endlich in echt. Kleiner Mann von der Straße war genauso, wie ich ihn vorgestellt hatte. Konnte erst vor Aufregung gar nicht losfahren. Ganz aufgeregt war ich und sagte, bin ganz aufgeregt. Frag, ob ich mal anfassen dürfe. Aber der kleine Mann von der Straße meinte, dass ich mal nicht so einen Blödsinn erzählen sollte und lieber losfahren. Vorher befahl mir der allerdings noch, die Negermusik wegzumachen. Und ich guckte wirklich überall, wo denn diese Negermusik sein sollte, und konnte sie einfach nicht finden. Da war der kleine Mann von der Straße schon ein wenig angepisst. Während der Fahrt fragte der kleine Mann von der Straße, ob ich Student wäre. Ich sagte, nee, Kutscher. Da bin ich der Gunst des kleinen Manns schon gestiegen. Der kleine Mann sagte, dann wissen Sie ja Bescheid. Und ich sagte aber sowas von Bescheid. Und der kleine Mann nickte. An der ersten Kreuzung sahen der kleine Mann und ich aber einen echten Studenten. Und er ging einfach über Rot. Und der kleine Mann sagte, die müsste man alle wegschließen. Und ich sagte, alle wegschließen müsste man die. Und dann öffnete der kleine Mann ein Fenster und schrie zum Studenten Arschloch rüber. Und meinte, dass man ihn mal besser wegschließen sollte, ihn, den Studenten. Und ich guckte nochmal, ob ich nicht doch irgendwo diese Negermusik finden konnte. War aber einfach nicht da. Dann zwei Straßen weiter kam uns ein Mädchen auf dem roten Fahrrad entgegen. Und ich sagte, guck mal, ein Mädchen mit dem roten Fahrrad. Aber der kleine Mann meinte, dass sie gar kein Licht hätte. Und dass man die besser umfahren sollte. Und dann wegschließen. Und ich fand das recht schade mit dem Mädchen umfahren, die ja auch ganz hübsch war. Ich hab sie nur gestreift. Der kleine Mann meinte, die müssten erst mal aller Geld verdienen lernen. Und da guckte er mich an und sagte, schaffen müssen wir alle. Und ich sagte, Mutter sagt, wenn ein Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Und da klopfte mir der kleine Mann von der Straße auf den Rücken und meinte, weiß Bescheid und biegt da vorne mal ab. Bin dann abgebogen und hinter der Biege war eine Baustelle. Da wurde der kleine Mann dann richtig sauer und sagte, dass es alles unsere Steuergelder werde. Und er zeigte auf die Baugrube und dann sagte er, dass man die alle wegschließen müsste, die Politiker und die Studenten und die ganzen anderen auch. Und Schuld wäre sowieso nur der Euro. Ich dagegen hielt mit meiner Taxisardinenbüchse an, weil wir beim kleinen Mann zu Hause waren, und meinte 6,40 Euro und fragte den kleinen Mann, ob ich nicht noch mit hochkommen dürfte. Und er könnte mir ja noch mehr erzählen aus einer wunderbaren Welt, wo alle weggeschlossen werden. Und da könnte man vielleicht noch wenig kiffen, so richtig kiffen. Und dann mit seiner alten Blümchensex haben, so ganz dollen Blümchensex. Und dann vielleicht noch härteres, so mit Uniformen und Pipi und so. Und das ganze Filmen und ins Internet stellen und eine Menge Geld verdienen. Aber der kleine Mann wollte nicht. Man meinte, dass man mich auch besser wegschließen sollte. Und dann ist er ausgestiegen. Naja, später zu Hause. Ich saß mit einem Gläschen Möhrensaft auf unserem roten WG-Sofa. Habe ich den anderen, den Mitbewohnern vom kleinen Mann und von der Straße erzählt. Und die meinten, dass sie ihn schon kennen und der sie auch schon mal wegschießen wollte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die gönnen mir das nur nicht, dass ich den kleinen Mann kenne und sie nicht. Die sollte man auch alle wegschließen, dachte ich. Und habe gesagt, euch Alte sollte man auch alle wegschließen. Und dann habe ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Dankeschön. Action Andy und die Busfahrer. Action Andy. Action Andy, was guckst du wie 3 Tage Regenwetter? Fragt die Schnarchnase Jochen und schmeißt seinen Amigo-Tunister direkt neben mich auf die Rückbank unseres Schulbusses. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diesen alten Fotzkopf. Und eigentlich hat Jochen gar kein Recht, hinten auf der Rückbank des Schulbusses zu sitzen, weil hinten, weiß jeder, immer nur die Coolen sitzen und Cool und Opfer Jochen mal so gar nicht zusammenpasst. Aber heute bin ich zu schwach, um ihm die Meinung zu geigen oder ihm eins auf die Nase zu geben, denn ich habe schlecht geschlafen. Eigentlich habe ich sogar gar nicht geschlafen. Und so sage ich auch einfach nichts und schaue nur nachdenklich aus dem Fenster auf die verregneten, mit Wildkadaver übersäten Straßen meiner Stadt. Überall dieser Schmerz, diese Gewalt, denke ich. Ich muss an die letzte Nacht denken, die mir wieder eine weitere tiefe Narbe für mein Leben verpasst hat. Es war so gegen 10. Ich
Ich lag unter meiner Bettdecke und habe noch heimlich ein paar Comics weggeschmökert, als auf einmal diese unheimlichen Laute aus unserer Wohnung schallten. Klar habe ich da ein wenig Angst bekommen. Natürlich, ich bin kein Schisshase, ich bin Action-Andy, aber die Geräusche waren wirklich bestialisch. Vielleicht ein wenig wie die erstickenden Schreie kleiner Katzenbabys, denen man langsam den Hals umdreht. Bin dann aufgestanden, um mal zu schauen, was da los ist. Die Schreie kamen aus dem Zimmer meiner Eltern. Mutter, fragte ich leise, Mutter, bist du das? Aber Mutter antwortete nicht. Nein, die Schreie wurden immer lauter, immer ungestümer. Aber ich bin Action-Andy. Und so habe ich allen Mut zusammengenommen, die Tür des Zimmers einen Spalt geöffnet. Es war schrecklich. Jetzt am nächsten Morgen schaue ich aus dem Schulbus auf die leeren Einkaufsstraßen meiner Stadt. Bei dem Wetter schickt man uns nur uns Kinder auf die Straßen. Die Großen bleiben zu Hause. Sie wärmen sich am Ofen, trinken heiße Schokolade und rauchen teure Zigarren. Jedenfalls öffnete ich die Zimmertür meiner Eltern und da lag sie, meine Mutter. Ihr Gesicht eine Fratze, rot angelaufen, der Mund aufgerissen, die Haare klebten an ihrem verschwitzten Körper. Meine Mutter lag unnatürlich verrenkt auf dem Perserteppich vor unserem alten Röhrenfernseher. Und auf ihr Papa, der sich in ihren Körper irgendwie untenrum verhakt hatte und ihr dann auch immer und immer wieder mit Schwung auf den Popo haute. Bei jedem Schlag erklang wieder das Geräusch der sterbenden Katzenbabys. Ich wollte Mutter helfen, aber war wie versteinert. Was war das? Ich ahnte, das, was ich hier sah, war für meine Kinderaugen noch nicht zu begreifen. So viel Gewalt kannte ich noch nicht mal aus der Schule und da gaben wir uns schon manchmal so richtig. Und dann auf einmal Stille. Es war vorbei. Die nackten Leiber meiner sogenannten Eltern sanken auf dem Perserteppich und blieben reglos liegen. Erst ein paar Minuten später trennten sich die geschundenen Körper meiner Ernährer voneinander und ein riesengroßer Pillemann, der meine Familie, wie ich wusste, auszeichnete. Ja. Kam zum Vorschein und legte sich zwischen meine sogenannten Eltern auf dem Perserteppich zur Ruhe. Er war rot und geschwollen. Der Schulbus biegt um die letzte Straßenecke. Das Unwetter wird immer schlimmer, die Bäume, die schon seit Tagen keine Blätter mehr tragen, schlagen aus und recken sich nach unserem Bus, als ob sie ihn verschlingen wollen. Wie neunschwänzige Katzen schlagen die Äste gegen die Fenster. Die anderen Kinder lachen und spielen. Sie sind so naiv. Der Fotzkopf Jochen fragt, ob er meine Erdkundehausaufgaben abschreiben dürfte. Ich schaue ihn kurz an und sage nein. Meine Gedanken gehen wieder zurück zur letzten Nacht. Ich erwachte aus meiner Versteinerung, rannte zurück in mein Kinderzimmer, griff mir meinen kleinen Koffer unter dem Bett. Nur das Wichtigste wollte ich einpacken und dann raus aus diesem Haus, was noch vor wenigen Sekunden meine Heimstatt war. Wie konnte ich mich nur so täuschen lassen? Ich öffnete mein Fenster. Schon öfters war ich auch über den Kirschbaum von meinem Kinderzimmer nachts abgehauen. Aber diesmal hatte ich kein Glück. Gerade hatte ich den Koffer runter in die Rabatten geschmissen, mich auf die Fensterbank geschwungen, als die Frau, die sich noch als meine Mutter ausgab, das Licht in meinem Zimmer anschaltete. »Was wird denn das, Freundchen?«, fragte sie. Ich schwieg. Nein, ich schwieg nicht. Ich fing sofort an zu weinen und sagte ihr, dass ich in diesem Haus nicht mehr leben könnte. »Mutter, ich habe alles gesehen. Ich weiß, was hier abgeht«, sagte ich. Und sie schaute mich verlogen unschuldig an. »Du brauchst gar nicht so zu gucken. Ich habe dich und dieses Monster gesehen, was ich für meinen Vater hielt. Ihr beide auf dem Teppich, die Katzenbabys, diese Gewalt. Willst du das leugnen, Mutter?« Und diese Frau, die ich für meine Mutter hielt, schwieg. Sie guckte mich nur an und dann sagte sie nur drohend, ab ins Bett, aber sofort, Freundchen, sonst passiert hier was. Natürlich bekam ich da Angst. Was sollte ich denn auch tun? So legte ich mich wieder ins Bett, tat so, als ob ich schlief. Aber ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Nee, ganz sicher nicht. Am nächsten Morgen erzählt mir dann diese beiden Ungeheuer irgendwas von schlecht geträumt und unruhig geschlafen und wirre Worte, die ich erzählt hätte im Halbschlaf und so. Aber die beiden täuschen mich nicht. Gleich heute nach der Schule haue ich ab. Polen vielleicht. Oder Belgien. Dort mögen sie Kinder, hörte ich. Jedenfalls, hier kann ich nicht bleiben. Dann hält unser Bus an und Opfer Jochen fragt, ob er heute beim Fußball noch in meiner Mannschaft spielen darf. Diese Bitch, denke ich. Da haue ich ihm kräftig eins auf die Nase. In dieser Welt voller Gewalt kann nur der Stärkste überleben. Keine Frage, wer das ist. Ich, Action-Andy. Danke.